Kabarett ist eine Art moderner Ablasshandel. Das schlechte linke Gewissen aus dem Feuer springt, wenn das Geld in der Kleinkunstkasse klingt. Und deshalb sollten Sie auch die Kabarett-Eintrittskarte immer gut aufheben, wenn dann irgendwann einmal, nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus, wenn dann jemand zu Ihnen kommt und sagt, na, was hatten Sie eigentlich für eine Funktion in dem Schweinesystem? Ich meine das Ausbeutesystem, in dem wir leben. Ganz offensichtlich, oder? Das Jobwunder Deutschland, wo findet das statt? Im Niedriglohnsektor. Noch nie hatten so viele Menschen Arbeit wie im Augenblick, das stimmt. Und noch nie konnten so viele Menschen vor der Arbeit, die sie haben, gar nicht leben. Ich habe immer gesagt, beschäftigen kann ich mich selber. Eine Million Deutsche arbeiten inzwischen dauerhaft für Leiharbeitsfirmen. Die haben gar keinen Arbeitgeber mehr, die haben einen Zuhälter. Oder kennen Sie Aufstocker? Das sind die, die für ein paar Euro die Stunde ein paar Stunden Arbeit die Woche haben. Und wenn Sie nur 4 oder 5 Stunden Arbeit haben in der Woche, dann sind Sie nicht arbeitslos. Dann sind Sie nicht in der Statistik. Sie haben keine 35-Stunden-Woche, Sie haben nicht mal eine 35-Euro-Woche, aber Sie haben Arbeit. Und wenn Sie 35 Euro in der Woche verdienen, kriegen Sie den Rest aufgestockt auf Hartz-IV-Niveau vom Arbeitsamt. Aufstocker. 1,4 Millionen Deutsche arbeiten als Aufstocker. Und wenn dann irgendwann jemand kommt und sagt, was hatten Sie für eine Funktion in dem Schweinesystem? Na, was denn? Dann sagen Sie halt, Moment, dann holen Sie den großen Karton mit den Kabarett-Eintrittskarten raus. Dann sagen Sie, hier Freundchen, ich war im Widerstand. Das Interessante ist, die Menschen, die hier verarscht werden, die wehren sich nicht. In ganz Europa sind die Menschen zum Teil wütend auf der Straße und demonstrieren und in Deutschland ist Ruhe. Ich glaube, die Verarschten hier sind schon einen Schritt weiter. Die haben schon begriffen, das hilft alles nichts mehr, in diesem Wirtschaftssystem noch zu demonstrieren. Die gehen noch nicht mehr wählen. Ein Drittel der Bevölkerung geht nicht mehr wählen. Warum auch? Warum sollen Hartz-IV-Empfänger wählen gehen? Fragen Sie mal, was ihm lieber ist. Schwarz-Rot, Schwarz-Grün, Schwarz-Gelb, Rot-Grün, Rot-Gelb. Da sagt er, wollen Sie mir Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Wer hat denn Hartz-IV gemacht? Das war doch nicht die FDP. Rot-Grün hat Hartz-IV gemacht. Rot-Grün hat damals den Reichen die Steuern gesenkt. Um 10% ist die Einkommensteuer gesenkt worden. Rot-Grün hat die Firmenverkäufe steuerfrei gestellt, die Hedgefonds ins Land geholt. Und als der Staat fast pleite gegangen wäre, da haben die nicht die Steuern wieder erhöht, sondern haben Hartz-IV eingeführt, um den Staat wieder zu sanieren. Rot-Grün hat bewiesen, um die ganze neoliberalen Schweinereien zu machen, da braucht man die FDP überhaupt nicht. Und das haben die Wähler auch begriffen. Jetzt ist die FDP nicht mal mehr im Bundestag. Wobei, das war schon eine Sensation, oder? Ich habe es bis zuletzt nicht glauben wollen. Ich muss auch sagen, ich war geschockt, also dass das überhaupt erlaubt ist, im Bundestag ohne FDP. Am Wahlabend, ich habe schon die ein oder andere Träne verdrückt, da stehe ich auch zu. Dass ich das noch erleben durfte. Aber diese Bundestagswahl war dann eine Katastrophe. Ein Drittel ist gar nicht mehr wählen gegangen. Ein weiteres Drittel hat eine Woche vor der Wahl angegeben, sie wüssten noch nicht, was sie wählen würden. Da konnten sie in der Fußgängerzone mit einer Knarre rumlaufen. Was willst du? Merkel oder Steinbrück? Viele haben gesagt, auch drück ab. Es gab eine legendäre Umfrage. Da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, das wird ihr ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher. Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken. Nee. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die da mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte ihr doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden.
Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir Sie nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Rentenniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen, mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können oder sich aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen sie nicht Hartz IV. Wenn sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung. Kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus, minus 3, 4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1.400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2.000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate dafür gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es rausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben ja das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen. Das müssen sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema. Die Riester-Rente ist die größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist. Und zwar von Rot-Grün. Wir wollen das bitte nicht vergessen. Wer 2000 Euro brutto oder weniger verdient und Riester hat hinterher Grundsicherung, wenn nicht, Riester hat auch Grundsicherung.
Die Riester alle komplett für den Arsch. Und der Arsch hat auch einen Namen. Walter Riester. Einer der großen Arbeiterverräter, die die SPD hervorgebracht hat. Da gibt es eine ganze Menge von. Walter Riester, der schlecht verfugte Fliesenleger. Die Stiftung Warentest hat relativ schnell nach Einführung der Riester-Rente ausgerechnet, dass alles, was wir an Steuergeld in die Riester-Rente reinblasen, denn damit werden sie ja gelockt. Ne, musst du machen, Riester-Rente, kriegst du ein paar Euro Zuschuss im Jahr, muss er mitnehmen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wo der Staat das Geld hernimmt, was er Ihnen da dazu tut? Könnte das aus Ihren Steuergeldern stammen? Also genau wollen Sie das auch nicht wissen. Ne? Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche kennt einen bösen Staat, dem immer alles abnimmt, und einen guten Staat, dem was dazu tut. Und diese beiden Staaten haben nichts miteinander zu tun, meine Damen und Herren. All die Milliarden, die wir jedes Jahr über die Steuergelder in die Riester-Rente reinblasen, kommen überhaupt nicht bei den Sparern an. Dieses Geld versickert komplett in den Taschen der Versicherungsvertreter in Form von Abschlussgebühren und Provisionen und in den Taschen der Versicherungskonzerne. Das ist offiziell durchgerechnet. Die Sendung Monitor hat da schon vor Jahren darüber berichtet. Der Walter Riester, der hat persönlich von der Riester-Rente profitiert. Der hat nämlich Vorträge gehalten über die Riester-Rente. Für ein paar hunderttausend Euro, noch zu seiner Zeit als Minister, ja, da hat man ja was zu tun, ne? Als Minister, wenn man keine Lust mehr hat auf Nasebohren, hält man Vorträge. Sie kennen doch den Kurs für gehobenes Gelaber von SPD-Schwachmaten. 10.000 Euro die Stunde. Steinbrück bei den Banken, Riester bei den Versicherungsgesellschaften. Der hat Vorträge gehalten bei den Versicherungsgesellschaften über die Riester-Rente für 10.000 Euro die Stunde. Was glauben Sie denn, wovon die das bezahlt haben? Von ihren Riester-Rentenbeiträgen. Sie glauben immer noch, sie sparen fürs Alter. Davon machen die Bunga Bunga in Budapest. Riester-Rente ist Vollverarschung, auch für die Leute, die mehr verdienen. Das haben wir Versicherungsmarkt dazu geschickt, diese Informationen. Auch da gibt es anständige Menschen, die sagen, sowas verkaufe ich nicht. Wenn Sie das, was Sie in die Riester-Rente eingezahlt haben, wenn Sie das in 30 Jahren nur das Geld wiederhaben wollen, müssen Sie hinter 85 Jahre alt werden, mindestens. Denn vererben können Sie die Riester-Rente nicht. Witwen Riester ist nicht. Sie werden 85 oder die anderen haben gewonnen. Haben Sie eine schöne Wette abgeschlossen? Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit 3% Rendite wiederhaben wollen, müssen Sie schon 95 Jahre alt werden. Finde ich ambitioniert. Wenn Sie das, was Sie eingezahlt haben, mit Inflationsausgleich wiederhaben wollen, müssen Sie Hesters mit Nachnamen heißen. Das ist eine riesen Volksverarschung von Rot-Grün organisiert und von denen, die bis heute verteidigt. Die sind bis heute nicht bereit, sich von der Schweinerei zu distanzieren. Im Gegenteil, die rufen immer noch dazu auf, die Leute sollen privat, kapitalgedeckt, Altersversorgung betreiben. Und selbst wenn der Mindestlohn jetzt kommen sollte, er wird nicht für alle kommen und auch nicht sofort. Aber gehen wir mal davon aus, 8,50 Euro die Stunde, da weiß schon keiner, wie soll man das bezahlen? Ne? Wissen Sie, was das umgekehrt heißt, 8,50 Euro die Stunde für jemanden, der dafür arbeiten geht? Wir reden von 1.000,50 Euro netto im Monat für einen Single. Das ist dein Mindestlohn. Da weiß man gar nicht, wohin mit der Kohle. Ne? Und wenn einem dann noch jemand empfiehlt, davon noch eine kapitalgedeckte Altersversorgung abzuschließen, meine Damen und Herren, dann muss er für das Wort Arschloch eine Steigerung finden. Ich schlage offiziell Sozialdemokrat vor. Diese Volksverarschung, dass die Zeitungen dafür Werbung machen, das kann ich verstehen. Wer schaltet denn Anzeigen in der Zeitung? Banken und Versicherungsgesellschaften, also die, die von der ganzen Sache profitieren. Die Zeitungen, die sind doch Teil des Verarschungssystems, das ist doch nicht Teil der Aufklärung. Genau, sogar die öffentlich-rechtlichen Nachrichten verarschen uns inzwischen von morgens bis abends. Allein diese große Lüge jeden Monat, die Zahl der Arbeitslosen. 3 Millionen Arbeitslose, das haben sie uns so lange eingehämmert, das glauben doch alle. 3 Millionen Arbeitslose, ja wie super, wir kommen super durch die Krise in Europa. Und da kommt der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, den Namen können Sie auch mal merken. Einer der Stars der Grünen in Baden-Württemberg, Herr Boris Palmer. Und er sagt im Interview, wenn wir die Hartz-IV-Gesetze wieder zurücknehmen, dann haben wir wieder 5 Millionen Arbeitslose wie damals. Die haben wir im Augenblick auch, du Öko-Brüderle. Was ist denn mit den Grünen passiert? Wenn ich den Ötschte mir reden höre, dann mache ich die Augen zu und höre den Rösler.
Die Grünen erzählen mir jetzt wirtschaftspolitisch denselben Schwachsinn, den die FDP mir 20 Jahre lang um die Ohren gehauen hat. Und ich habe begriffen, was die alten Leute meinten, wenn die sagten, das ist dasselbe in Grün. Drei Millionen Arbeitslose, ja, das ist die offizielle Zahl aus der Statistik. Da gibt es aber noch 1 Million Menschen, die arbeitslos ist. Also die ist nicht arbeitslos, die hat keine Stelle. Das ist eben der Unterschied. Die sind in Umschulung und Fortbildung. 1 Million Deutsche ist permanent in Umschulung und Fortbildung. Früher waren die in der Arbeitslosenstatistik mit drin. Jetzt sind die outgesourced. Wir haben 3 Millionen Arbeitslose und 1 Million ohne Arbeit. Wenn Sie über 58 sind und keine Stelle haben, sind Sie auch nicht in der Arbeitslosenstatistik. Dann sind Sie für das Amt noch nicht tot, Sie sind noch nicht in Rente, Sie sind im Schattenreich. Die Menschen, die arbeitslos gemeldet und erfasst sind und krankgeschrieben sind, werden in der Woche, in der sie krankgeschrieben sind, auch noch aus der Arbeitslosenstatistik rausgerechnet. Meine Damen und Herren, wir haben kein Geld, um Lehrer und Krankenschwester zu bezahlen. Wir bezahlen aber Menschen dafür, dass sie jede Woche noch die Kranken aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen. So, Herr Palmer, dann kommen wir jetzt noch zu den Aufstockern. Wollen Sie mal erzählen, dass jemand, der 4 Stunden Arbeit die Woche hat, Arbeit hat? Das sind doch Arbeitslose, die umetikettiert sind. Da geht es doch nur um die Kosmetik. 1,4 Millionen Aufstocker sind eigentlich auch arbeitslos. Da haben wir wieder die 5,5 Millionen Arbeitslose. Und dann kommen noch die Leiharbeiter, die dank Rot-Grün dauerhaft Leiharbeiter sind. 1 Million Menschen arbeitet zum Teil für die Hälfte von dem, was ihnen eigentlich zustehen würde, wenn sie fest angestellt wären. Und dann kommen die ganzen tollen neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze, wo sie mal Werbung machen. Wir haben so viele neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen. Ja, ja, das stimmt. Es gibt 6 Millionen Deutsche, die haben eine volle Stellung, kommen nicht mal auf 10.000 Euro brutto im Jahr. Das sind die im Augenblick für 5, 6 Euro die Stunde arbeiten. 833 Euro brutto im Monat für eine volle Stelle. Da zahlen sie keine Steuern von, dafür ist zu wenig. Aber Sozialversicherungsbeiträge dürfen sie abdrücken. Das ist doch das Tolle, dass das sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze sind. Sie geben noch 20% ab von Ihren 833 Euro für Arbeitslosen, Kranken, Renten und Pflegeversicherung. Ziehen Sie mal 20% von 833 ab. Wir reden von 13 Millionen Menschen, denen wir keine Stelle anbieten können, wo mehr als Hartz IV bei rumkommt. Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung können wir in diesem Land keine Arbeit mehr anbieten, von der man eine Perspektive entwickeln kann, geschweige denn sie eine Familie aufbauen können. Ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seitdem und keiner holt Mutti da raus und sagt, aufwachen, aufwachen. Was? Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Vierteln verschanzt mit Zugangscodes und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen 2 Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem 3. 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera.
95% der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur. Und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal aber den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee mit der Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen ja 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist auch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen Sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden Sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus? Was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja mal fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie? Könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre, inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck, geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern in der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt. Wir werden mit Angst regiert, meine Damen und Herren. Mit Angst. Wie bringt man Menschen dazu, in diese schwachsinnige Riesterrente einzuzahlen, indem man ihnen Angst vor der Rentenlücke macht? Das ist doch systematisch getrieben worden. Die Rentenlücke ist eine Chimäre, weil das umlagefinanzierte Rentensystem ist das einzig Sinnvolle, das für die Mehrheit der Bevölkerung auch vernünftige System. Und das kann nicht kaputt gehen, wenn man es nicht absichtlich kaputt macht. Die kapitalgedeckte Altersversorgung, die kann kaputt gehen. Komplett. Alles, was ich sparen kann, seinen Wert komplett verlieren. Was in 30 Jahren ist, weiß kein Mensch. Auch die Eichhörnchen finden nur 30% der Nüsse wieder, die sie versteckt haben. Und die werden nicht mehr vor Vermögensberatern behindert. Aber die Umlage ist eben nicht, dass man in ein System einzahlt und das dann verzins wiederkriegt. Man muss es überhaupt erstmal begreifen. Umlage heißt das, was in diesem Jahr erwirtschaftet wird von uns allen. Das wird umgelegt. Nicht im Sinne von getötet, sondern im Sinne von verteilt. Wir verteilen das, was wir erwirtschaften. Auf die, die es erwirtschaften, auf die, die noch so jung sind und auf die, die schon zu alt sind. Denn
Es sind alle von allen abhängig. Der Chefarzt kann nur operieren, wenn die Putzfrau vorher den OP sauber gemacht hat. So, in diesem System, wenn alle Glück haben, werden sie 80. Dann profitieren sie die ersten 20 Jahre von Ausbildung. 40 Jahre, wenn sie stark sind, tragen sie das ganze System. Und die letzten 20 Jahre profitieren sie wieder von Rente. Und wenn wir alle 90 werden, hängen wir überall noch was dran. Und wer wie viele Jahre, darüber kann man ja durchaus diskutieren. Und der eine ist stark und kräftig und hat Spaß, 45 Jahre lang zu arbeiten, weil es ihm Spaß macht und er kann tragen. Und der andere ist nach 35 Jahren kaputt, weil er vielleicht nicht so gesund ist. Warum soll er weniger Rente kriegen als der andere? Haben Sie Kinder? Verteilen Sie die Essensportion mittags nach den Schulnoten, die die nach Hause bringen? Was sind das für Sozialvorstellungen, die wir hier haben? Wenn wir eine Schicksals- und Solidargemeinschaft sind, ist die Umlage das einzig Sinnvolle. Und wenn nochmal einer kommt und sagt, ja, es kommen doch heute auf einen Arbeiter 7 Rentner, das kann doch nicht funktionieren, dann sagen sie einfach, ja, der eine Arbeiter ist 7 mal so produktiv wie vor 30 Jahren. Nur, dass das, was der mehr erwirtschaftet, nicht mehr als Lohn ausgezahlt wird und umverteilt wird, sondern in Form von Zinsen oder Dividenden an die Reichen rübergeht. Meine Damen und Herren, 40%. Was wir hier erwirtschaften, fließt komplett in Form von Zinsen, Dividenden und Mieten in die Taschen der Besitzer. Der Anteil, den die Arbeit der Bevölkerung noch überhat, der wird jedes Jahr immer kleiner. Das ist ja das Verrückte an diesem System. Wenn alle mitmachen würden, wäre das alles überhaupt kein Problem. Denn von diesen 40% müssen sie ja nichts in die Umlage einzahlen. Und die Ärzte haben eine eigene Altersversorgung, die Architekten haben eine eigene Altersversorgung, die Anwälte haben eine eigene Altersversorgung, die Steuerberater und die Wirtschaftsprüfer auch. Alle, die ein bisschen besser verdienen, haben sie sowieso aus der Solidargemeinschaft ausgeklinkt. 27% zahlen überhaupt noch in die Sozialsysteme ein. Das sind die mit den 833 Euro im Monat zum Beispiel. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn davon hinterher 80% eine Rente kriegen soll. Wenn aber alle von allem einzahlen, ist das System perfekt, weil das kann nicht kaputt gehen. Es kann mal gute Jahre geben, haben alle was mehr. Es kann mal schlechte Jahre geben, haben alle was weniger. Aber alle haben immer etwas. Und natürlich muss man auch den Rentnern beibringen, dass es auch mal schlechte Jahre geben kann. Es gibt auch für 70-Jährige keinen Anspruch auf ewiges Wachstum. Aber ich kann das alles 100-mal erklären. Sie gehen nach Hause, lesen einen Zeitungsartikel, die Rentenlücke, die Rentenlücke. Und hat der Deutsche Angst vor dem Scheitern der Regierung. Da machen sie das auch Angst vor. Ne? Parteien, die neu kommen, die diskutieren. Och, die ganze kleine Partei, Weimarer, habe ich gar keine Regierung. Das ist ja schlimmer als eine Scheißregierung. Oh. Gar keine Regierung gibt es nicht. Irgendwas geschäftsunfähig führen, es bleibt immer im Amt. Dann hat der Deutsche Angst vor dem Aussterben. Das ist auch so nicht. Oh, der demografische Faktor. Eines Tages sind wir nur noch 40 Millionen Menschen. Wie das geht, aber es ist überhaupt keiner. Wissen Sie, wie viele Norweger es gibt? Die stehen schon auf der roten Liste. Es gibt in Europa jedes Jahr die Umfrage, wo die Menschen halbwegs glücklich und zufrieden sind und sich von ihrem Staat fair behandelt fühlen. Und drei Länder stehen immer an der Spitze der Zufriedenheit. Dänemark, Schweden und Norwegen. Das sind die Länder mit der geringsten Bevölkerungszahl und den höchsten persönlichen Steuersätzen. Der größten Umverteilung. Das, wovor wir Deutschen am meisten Angst haben, das macht glücklich und zufrieden. Toll, toll, toll. Aber der Deutsche hat Angst vor dem Aussterben. Und die Afrikaner haben ja schon gesagt, wenn die Deutschen nicht mehr sind, da wollen wir auch nicht mehr. Und da weiß der Deutsche nicht, wovor er mehr Angst haben soll. Vor dem Aussterben, vor der Rentenlücke, vor dem Scheitern der Regierung, vor Al-Qaida. Was wäre das Schlimmste, was es passieren könnte? Das kann ich Ihnen auch noch sagen. Das Allerschlimmste wäre, wenn wir aussterben und es ist noch Rente über. Bis neulich.